Liebe Handelspartner, herzlich willkommen bei Löwe. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zur Vorstellung unseres neuen Familienzuwachses begrüßen zu dürfen, dem Löwe Bild i. Die neue Produktlinie wurde für eine Zielgruppe gestaltet, die in puncto Qualität, Design, Performance und Zuverlässigkeit keine Abstriche macht. Der Bild i wird hier am Firmenhauptsitz produziert, er wurde hier designt und entwickelt. Der Bild i bietet eine atemberaubende Performance, intuitive Bedienung und intelligenten Zusatzfunktionen. Im heutigen Workshop werden wir Ihnen einen detaillierten Einblick von der Erstinbetriebnahme, der Bedienung der Software bis hin zum Bild und Ton geben. Viel Spaß! Hi, ich bin der Marco aus dem Produktdesign und bin verantwortlich für den Bild i in diesem Fall. Ich möchte dir mal kurz einleitend ein paar Besonderheiten und die Beweggründe für den Bild i aus Sicht des Designers mal erläutern. Wir als Designer legen ja Wert auf hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung, langlebiges Produktdesign und versuchen immer ein Produkt so zu gestalten, dass es auf den ersten Blick als Löwe erkannt wird. Zwei der wichtigsten Merkmale eines Löwe-Produktes sind auf der einen Seite unser sogenanntes Löwe-Auge und unser Löwe-Signature-Clip. Diese Kombination sind unheimlich wichtige Markenelemente und machen dieses Produkt erst zum richtigen Löwe. Dies wird ersichtlich durch diesen mit speziellem designten Stoff bespannten Rückwandrahmen, der nicht nur dekorative Zwecke erfüllt, sondern auch dafür sorgt, dass man keine Lüftungsschlitze oder Lautsprecheröffnungen wahrnimmt, sodass es in Summe eher ein geschlossenes, harmonisches Bild abgibt. Besonders gelungen ist uns dabei die nach innen verlaufende Verkabelung, die uns eine saubere und verdeckte Kabelführung ermöglicht. Die einheitliche Breite des Rucksacks ermöglicht uns zudem die Verwendung eines einheitlichen Lautsprechers für alle TV-Größen. Und wie man hier sehr schön sehen kann, wirkt der optional adaptierbare Lautsprecher nicht wie ein Fremdkörper, sondern schmiegt sich formschlüssig und sauber in das Gesamtbild ein und wirkt wie aus einem Guss. Wir wären nicht Löwe, wenn wir nicht zeitgleich mit dem TV auch neue Aufstelllösungen gestalten würden. Deswegen gibt es neben unserem Table Stand, der dem Lieferumfang beiliegt, auch neu gestaltete Wandhalter und vor allem einen neuen Floorstand, den sogenannten Floorstand Flex, der uns ermöglicht, auf der einen Seite Set-Top-Boxen wie Magenta TV und so weiter zu positionieren, aber vor allem, um unsere neue Klangbar 5MR ordentlich in Szene zu setzen.
alles in allem ist es eine gelungene Kombination aus sinnvoller Technik und wegweisendem Design. Dies sahen übrigens auch die beiden wichtigsten internationalen Designinstitutionen, der Red Dot und der IF, genauso und haben dieses Produkt jeweils mit einem Award ausgezeichnet. Erstinstallation. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie einfach Sie Ihren Bild-i einrichten können. Nach dem erstmaligen Einschalten werden Sie mit Hilfe eines Assistenten durch die Erstinstallation geführt. Die nächste und vorherige Seite des Assistenten erreichen Sie jeweils über die Cursor-Links-Rechts-Taste. Wählen Sie zuerst Ihre Sprache aus. Verbinden mit dem Internet. Im nächsten Schritt können Sie das TV-Gerät mit dem Internet verbinden. Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, nutzen Sie das WPS-Verfahren oder wählen Sie alternativ das Netzwerk aus. Geben Sie das Passwort mithilfe der virtuellen Tastatur ein. Ist das Gerät per Netzwerkkabel verbunden und wird eine Internetverbindung erkannt, zeigt der Fernseher automatisch an, sobald dieser erfolgreich verbunden ist. Nach erfolgreicher Netzwerkverbindung haben Sie die Möglichkeit, Wake Online oder WLAN zu deaktivieren. Als nächstes wählen Sie das Land Ihres Aufstellortes aus. Das TV-Gerät weist Sie im folgenden Schritt auf die AGBs und Datenschutzbestimmungen hin. Diese sind gemäß den DSGVO-Vorschriften zertifiziert. Die verschiedenen Bestimmungen sind in einzelne Funktionsbereiche, zum Beispiel HBBTV, Sprachdienst, gegliedert und können separat akzeptiert oder abgelehnt werden. Bei Ablehnung wird die entsprechende Funktion deaktiviert. Eine Zustimmung und Aktivierung ist auch nachträglich noch möglich. Im nächsten Schritt erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung zur Funktion von Alphonso Enhanced Viewing. Hierbei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, welche durch Auswertung der aktuellen Quelle die Bild- und Toneinstellungen optimiert. Hier haben Sie erneut die Möglichkeit, diesen Dienst zu aktivieren oder zu überspringen. Mithilfe eines VIDA-Kontos stehen zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel die vollwertige Alexa-Sprachsteuerung zur Verfügung. Die Anwendermöglichkeiten dieses Dienstes werden zukünftig noch weiter ausgebaut. Ein Großteil der TV-Funktionen ist auch ohne ein VIDA-Konto möglich. Falls keine Registrierung über ein VIDA-Konto gewünscht ist, kann dieser Schritt wahlweise auch übersprungen werden. Im nächsten Schritt können Sie dem Fernseher einen Namen zuweisen, mit dem dieser im Netzwerk angezeigt wird. Neben vorgefertigten Namen kann über andere auch ein individueller Name eingegeben werden. Im nächsten Dialog haben Sie die Möglichkeit, das TV-Gerät direkt mit Netflix zu verbinden oder den Fernseher mit anderen Eingangsquellen wie DVB oder HDMI einzurichten. Hier können Sie Ihre Eingangsquelle auswählen. Bei der Auswahl von TV werden Sie anschließend durch den Antennen- und Suchlaufassistenten geführt. Wählen Sie als erstes, welche Empfangsart am TV angeschlossen ist: DVB-S über Satellit, DVB-T über Antenne oder DVB-C über Kabel. Wir zeigen in unserem Beispiel die Sendersuche über Satellit. Anschließend wählen Sie über Standard einen freien Frequenz- oder Netzwerksuchlauf oder Sie laden mit Astra 19.2 die über den Satelliten bereits verfügbare Senderliste. Im Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Suche auf die freien, unverschlüsselten Sender einzuschränken. Anschließend führt der TV einen automatischen Suchlauf durch. Am Ende wird Ihnen die Anzahl der gefundenen Fernseh- und Radiosender angezeigt. Als kurze Einführung werden Ihnen nach der Erstinstallation die wichtigsten Bedienschritte und Tasten erklärt. Angefangen mit Öffnen der Infoleiste über Cursor aufwärts, über Öffnen der Senderleiste mit OK, dem Öffnen des EPG mit der Guide-Taste, zum Öffnen des Bildschirmmenüs mit der Menü-Taste bis hin zum Öffnen der Sendersuche mit Cursor abwärts. Die Zurücktaste kann komfortabel dafür genutzt werden, um zum vorherigen Sender zu springen. Kommen wir nun zum elektronischen Programmführer.
Dieser ist über die EPG-Taste erreichbar. Der Aufbau ist ähnlich zum Chassis SL5 mit dem Vorschaubild des aktuellen Senders oben links, der Kurzbeschreibung der Sendung rechts neben dem Vorschaubild und der darunterliegenden Senderliste mit den Programminformationen. Das Genre des jeweiligen Events wird farblich gekennzeichnet. Die Farben sind oben rechts erklärt und können mit der grünen Farbtaste individuell konfiguriert werden. Die Detailinformation zu einer Sendung erhalten Sie über die OK-Taste. Hier haben Sie neben der direkten Programmanwahl auch die Möglichkeit, eine Erinnerung oder eine Aufnahme auf die integrierte Festplatte des Löwe Bild i zu programmieren. Bei der Programmierung einer Aufnahme über die Schaltfläche DR Plus lassen sich Start- und Endzeit anpassen. Weiterhin kann festgelegt werden, dass die Aufnahme wiederholt ausgeführt werden soll. Bei der Programmierung einer Erinnerung lässt sich die Startzeit anpassen oder ob die Erinnerung wiederholt werden soll. Mithilfe der roten Taste erhalten Sie eine Übersicht der geplanten Aufnahmen und Erinnerungen. Durch Auswahl der Aufnahme mit der OK-Taste können die Parameter der Aufnahme nachträglich noch verändert werden. Mithilfe der roten Taste erhalten Sie eine Übersicht der geplanten Aufnahmen und Erinnerungen. Durch Auswahl der Aufnahme mit der OK-Taste können die Parameter der Aufnahme nachträglich noch verändert werden. Über die Schaltfläche Bearbeiten lassen sich geplante Aufnahmen und Erinnerungen jederzeit löschen. Um eine Programmierung zu löschen, wählen Sie diese aus und drücken Sie die Cursor-Rechts-Taste. Erfolgte Aufnahmen können entweder in dem Menü über Cursor links eingesehen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht über das Bildschirmmenü unter dem Menüpunkt Aufnahmen. Um Aufnahmen zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus und selektieren die zu löschenden Einträge. Führen Sie das Löschen mit Cursor rechts aus. Die Wiedergabe einer Aufnahme starten Sie über die OK-Taste. Der Löwe Bild i ist standardmäßig mit einer integrierten Festplatte und der Funktion Permanent Timeshift ausgestattet. Dabei wird direkt nach jeder Programmumschaltung die Sendung automatisch im Hintergrund aufgenommen, um jederzeit zurückspulen zu können. Durch Druck der Play-Pause-Taste oder Cursor links-rechts lässt sich das Live-TV-Bild jederzeit pausieren. Durch erneutes Drücken der Play-Pause-Taste setzen Sie die Wiedergabe fort. Über Cursor links-rechts können Sie die aktuelle Wiedergabeposition anzeigen lassen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über die virtuellen Schaltflächen erneut zu pausieren, fortzusetzen, vorwärts und rückwärts zu spulen. Um komfortabel und genau zu spulen, bewegen Sie den Cursor auf den Zeitverlaufsbalken und wählen die Abspielposition über Cursor links-rechts aus. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über die Stopp-Taste Timeshift zu beenden bzw. über die Record-Taste eine Aufnahme zu starten. Unser Tipp: Durch langen Druck auf die Play-Pause-Taste der Fernbedienung verwandelt sich der Steuerring in Laufwerktasten, mit denen ebenfalls gespult, pausiert, gestoppt oder eine Aufnahme gestartet werden kann. In diesem Modus ist der Steuerring mit den jeweiligen Symbolen beleuchtet. Die Senderliste öffnen Sie mit der OK-Taste. Innerhalb der Senderliste haben Sie die Möglichkeit, diese nach Ihren Präferenzen zu filtern. Drücken Sie dazu die Cursor-Rechts-Taste und wählen das Filtersymbol mit OK. Hier können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern, wie zum Beispiel nur Radiosender oder nur freie Sender. Um eine Senderliste zu bearbeiten, öffnen Sie die Senderliste mit OK, drücken Cursor rechts und wählen Bearbeiten am rechten unteren Ende der Senderliste aus. Nun können Sie die zu verschiebenden oder zu löschenden Sender mit OK beliebig auswählen. Um den Sender zu verschieben, drücken Sie Cursor links und wählen dann die Einfügeposition aus. Bestätigen Sie das Verschieben nun mit OK. Auch das gleichzeitige Verschieben von mehreren Sendern kann sehr einfach und komfortabel durchgeführt werden. Um Sender aus der Liste zu löschen, drücken Sie nach dem Selektieren der Sender die rechte Cursor-Taste und bestätigen das Löschen mit OK. Sie können bis zu 4 individuelle Favoritenlisten anlegen.
Um Sender zu einer Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie bei geöffneter Senderliste die Menütaste, wählen die gewünschten Sender aus und navigieren anschließend mit Cursor links zur Schaltfläche zu Favoriten hinzufügen. Nun können Sie auswählen, zu welcher Favoritenliste die Sender hinzugefügt werden sollen. Die gewünschte Favoritenliste selektieren Sie bei geöffneter Senderliste durch Druck auf Cursor rechts und dann nach unten aus. Bestätigen Sie den Wechsel in eine Favoritenliste mit OK. Als weitere Möglichkeit können Sie Sender als Favoriten auf den Home-Bildschirm ablegen. Drücken Sie hier ebenso die Menütaste in der Senderliste, selektieren Sie die gewünschten Sender und wählen dann zum Home-Bildschirm hinzufügen aus. Nun sind die Sender direkt auf dem Home-Bildschirm abrufbar. Ich präsentiere heute Neuerungen des Bild-i hinsichtlich des User Interface. Zu Beginn zeige ich aber beim Einschalten auch gleich die Performance des Gerätes. Innerhalb weniger Sekunden, nachdem ich die Einschalttaste betätigt habe, ist das Gerät mit Bild und Ton verfügbar. Darüber hinaus habe ich aber auch den Vorteil, dass ich nicht nur das Live-TV genießen kann, ich kann sofort auch alle meine Video-on-Demand-Dienste nutzen, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime Video. Hierfür gehe ich jetzt auf den Homescreen. Hier sieht man auch gleich eine Auswahl meiner bevorzugten Apps in der App-Leiste. Die kann ich anpassen, nach Belieben, Apps nach vorne oder hinten verschieben. Weitere Apps finde ich auch unter My Apps und kann dann ohne weitere Verzögerung gleich nach dem Start in meinen bevorzugten Dienstleister springen. Hier zum Beispiel, wie gesagt, Netflix. Innerhalb weniger Sekundenbruchteilen bin ich sofort in der App drin und kann eine Sendung starten, mir irgendwelche Inhalte aussuchen. Genauso einfach kann ich über den Homescreen wieder auf einen anderen Anbieter gehen, kann mir hier Inhalte aussuchen. Man sieht, wie einfach der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anbietern funktioniert. Dies geht aber natürlich auch über die Fernbedienung direkt. Durch die verstärkte Nutzung von Video-on-Demand-Diensten war es natürlich auch notwendig, die Fernbedienung an diese Entwicklung anzupassen. Die neue Löwe Remote bietet natürlich sehr viele Anleihen durch unsere Assist, ist aber im Layout darauf angepasst worden, Video-on-Demand-Dienste besser nutzen zu können und barrierefrei nutzen zu können. Hierfür gibt es im unteren Bereich der Fernbedienung die Direktwahltasten, mit denen ich sofort zwischen mehreren Apps hin und her springen kann, ohne über das User Interface des Geräts gehen zu müssen. Unter anderem eben Netflix, Prime Video und dergleichen. Dabei haben wir aber darauf geachtet, dass wir Grundstrukturen der gewohnten Assist übernehmen, um den Wechsel von unseren Bestandsgeräten hin zu den neuen Geräten für einen Löwe-Kunden möglichst einfach und intuitiv zu gestalten. Mit den Veränderungen im User Interface haben wir natürlich auch eine Erneuerung der Fernbedienung vorgenommen. Die neue Löwe Remote hat Anleihen der altbekannten Assist, aber es sind natürlich strukturelle Änderungen eingeflossen, um Video-on-Demand-Dienste stärker zu unterstützen. Neben den Direktwahltasten für Video-on-Demand-Dienste haben wir jetzt auch die Möglichkeit, die Fernbedienung über Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden. Dies bringt mehrere Vorteile. Zum einen kann ich Sprachbedienung des Gerätes auslösen, um zum Beispiel Inhalte zu suchen, nach dem Wetter oder nach Stauinformationen zu fragen. Darüber hinaus sind aber die beiden Geräte nach der Kopplung miteinander verbunden. Das heißt, ich kann mit dieser Fernbedienung nur noch dieses eine Gerät bedienen. Durch die Kopplung der Fernbedienung mit dem Gerät über Bluetooth wird die Infrarot-Funktionalität in der Fernbedienung abgeschaltet. Das hat mehrere Vorteile hinsichtlich eines Beratungsgesprächs. Während des Beratungsgesprächs kann ein anderer Mitarbeiter am Gerät neben mir eine Funktion des Gerätes vorführen, ohne mir aus Versehen in meinem Gespräch irgendwelche Funktionen am TV-Gerät auszulösen. Natürlich bieten wir dem Kunden neben der Fernbedienung auch die Möglichkeit, den Bild-i über eine App fernzusteuern. Die Bedienelemente der Remote sind auch in der App nachgebildet. Außerdem habe ich noch zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel eine Filmsuche, die ich über das Suchfeld aufrufen kann. Hier kann ich nach Filmen suchen, wie zum Beispiel Ich einfach unverbesserlich. Die App listet mir Suchergebnisse auf, die ich durch einen einfachen Klick in der App auf dem Fernseher wiedergeben kann. So kann ich einfach einen Film kaufen, leihen oder einfach nur den Trailer anschauen.
Neben der Suche nach Filmen kann ich auch die Sprachsteuerungsfunktion der App nutzen. Wie zum Beispiel: Wie wird das Wetter in Kronach? In Kronach beträgt die Temperatur 15 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Neben der Sprachsteuerung kann ich auch Medien vom Smartphone an den Bild-i wiedergeben, wie zum Beispiel Fotos, Videos oder Audiodateien. Soweit zu dieser App. Eine weitere App, die ich zeigen möchte, ist die MyLöwe-App. Die werde ich jetzt am Beispiel von Screen Mirroring vorstellen. Screen Mirroring kann über das Quellenmenü über Bildschirmfreigabe aktiviert werden. Auf dem Smartphone muss lediglich ebenfalls die Funktion Screen Mirroring aktiviert werden. Dabei wird das Gerät gesucht und kann verbunden werden. Die Verbindung wird gestartet und nach wenigen Sekunden wird das Gerät auf den TV gespiegelt. Über Screen Mirroring kann der Inhalt von jedem Android-Gerät oder Microsoft Notebook auf den Bild-i übertragen werden. Außerdem wird ab Anfang 2022 ebenfalls AirPlay 2 für die Geräte verfügbar sein. Mit der MyLöwe-App wollten wir dem Kunden den Service von Löwe noch näher bringen. Ich möchte die Funktionsweise der App kurz erklären. Wir sehen den Startscreen der MyLöwe-App. Hier kann der Nutzer seine individuellen Geräte verwalten. Über Klick auf das Plus-Symbol können einfach Geräte hinzugefügt werden, wie zum Beispiel mein neuer Bild-i. Nach Auswahl der Größe ist das Gerät in der Bibliothek verfügbar. Über einen weiteren Klick auf das Symbol komme ich zur Detailansicht des Bild-i 65 Zoll. Das heißt, ich bekomme direkt weitere Informationen zu diesem TV-Gerät. Wenn ich mich als Kunde zum Beispiel für die Anschlüsse meines TVs interessiere, kann ich über das Suchfeld nach HDMI beispielsweise suchen. Nun werden mir alle Ergebnisse der Bedienungsanleitung in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Mich interessieren in diesem Falle die Anschlüsse an der Rückseite des TVs. Durch Klick auf den jeweiligen Eintrag springe ich direkt an die jeweilige Stelle der Bedienungsanleitung. An dieser Stelle können Sie außerdem durch Zoomen Details in dem Dokument aufrufen. Außerdem können Sie das Dokument im Landscape-Modus verwenden, um eine bessere Übersicht zu erlangen. Die App ist nicht nur, wie hier vorgeführt, für Android erhältlich, sondern ebenfalls für iOS auf Tablets und Smartphones. Eine weitere Funktion der App ist die Händlersuche. Durch Klick auf die Pinnadel am unteren Ende des Bildschirms gelangen Sie zur Händlersuche. Als Kunde möchte ich zum Beispiel einen Händler in Kronach suchen. Nun werden mir alle Händler übersichtlich in einer Liste dargestellt. Durch Klick auf den Händler gelange ich in eine Detailübersicht, wo ich weitere Kontaktinformationen zu dem Händler finden kann. Von hier aus kann ich direkt über mein Smartphone zum Händler navigieren, ihn anrufen oder eine Nachricht schreiben. Außerdem kann ich über diese App direkt Kontakt zu unserem Customer Care Center in Kronach suchen. Hier kann ich wiederum über die App direkt eine E-Mail schreiben oder aus der App direkt den Service anrufen. Außerdem finden Sie von dieser Seite weitere wertvolle Links, wie zum Beispiel den Online-Shop oder auch den virtuellen Showroom. Über diese Seite kann sich außerdem der Kunde sein individuelles Löwe-Profil anlegen und seine hinterlegten Geräte über sämtliche Devices synchronisieren. Alle aktuellen Geräte, die sich momentan im Verkauf befinden, sind in dem Gerätekatalog verfügbar. Ältere Geräte finden Sie nach wie vor auf unserer Homepage. Löwe Invisible Sound in Bild-i. Invisible Sound ist die Standardausstattung des Bild-i ohne zusätzliche externe Lautsprecher, eben Invisible unsichtbar. Diese Lösung zielt auf Kunden, die bereits schon ein Audiosystem bei sich haben und das Ganze ergänzen möchten mit einem guten TV-Gerät mit entsprechendem Bild
oder für Kunden, die eine Ausbaulösung von Löwe suchen, die extern vom Gerät geeignet ist. Weiterhin ist das Gerät sehr gut geeignet für Kunden, die keine hohen cineastischen Audioansprüche an das Gerät haben, für Kunden, die mit dem Gerät ausschließlich Audioübertragung in Form von Nachrichten informellen Charakter genießen wollen, ohne zusätzlichen Beiwerk, störenden Bass, der vielleicht zu laut ist, oder unstörende Einheiten. Der Bild-i kommt mit einer komplett neuen Plattform, mit komplett neuen Audio-Signalverarbeitungspfad. Die neuen Signalverarbeitungsmöglichkeiten im Gerät erlauben die Verwendung von Atmos auf Zweikanalbasis, erlauben die Dekodierung von DTS und Dolby Audioströme und lässt sich sogar dann über ein externes System, über eARC, das Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungssystem für Audio, exzellent zu einem externen Multikanal-Atmos-System auch kombinieren. Als kleine einfache Lösung zur Ergänzung des Produktes verfügt sogar das Gerät über eine Schnittstelle, bei der eine Klangbar i, die passgenau zum Design angeschlossen werden kann und die beim Anschließen automatisch dann diese Daten für die Klangbar i für sich dann einstellt. Um das zu verdeutlichen, zeige ich mal, wie das neue Audiomenü neu gestaltet wurde und entsprechend die Funktionen sehr einfach zu bedienen sind. Das Tonmenü wurde komplett überarbeitet und erlaubt es, die Individualisierbarkeit der Einstellungen für jeden gewünschten Audiotyp anzupassen. Standardmäßig ist es ganz okay für viele Fälle, aber es gibt dann tatsächlich für den einen oder anderen dann die verschiedenste Möglichkeit anzuwählen, Kino, Musik, Sprache, für den Nachtbetrieb, wenn Kinder schlafen und man möchte nicht jemanden stören, dann entsprechend den Nachtbetrieb, oder für eine Sportübertragung, Fußball, ist entsprechend Sport zu wählen. All diese Einstellungen können dann im Ton-Einstellmenü entsprechend im Equalizer nochmal für sich allein separat eingestellt werden und das merkt sich das Gerät auch. Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo wir bei unseren älteren Geräten der älteren Plattform ausschließlich Bässe und Höhen anstellen konnten, ist hier tatsächlich die vielfache Veränderung der Tonparameter zum eigenen Geschmack adaptierbar. Auch die Raumsituation ist mittels dieses Equalizers auch entsprechend korrigierbar, sodass eventuell störende Raumreflexionen oder Raummodis mit einem Equalizer auf einfacher Weise adaptiert werden können. Die können angepasst werden und entsprechend dem eigenen Geschmack für die jeweilige Situation dann genutzt werden. Zum Weiteren haben wir die Möglichkeit, in den Soundeinstellungen die Wandmontage zu wählen. Das ist auch ein Thema, wo man normalerweise alle Einstellungen nochmal neu einstellen müsste. Die Wandmontage berücksichtigt die Wandmontage in sich als Audioreflexion und berücksichtigt diese in diesen Einstellungen vom Equalizer automatisch. Da muss man nichts Zusätzliches ändern, nur ein Klick und es ist schon angepasst für die Montage an der Wand. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, den Fernseher im Audiomenü direkt anzuwählen, an was er angeschlossen sein soll. Sind es die internen Lautsprecher, ist ein externes Soundsystem. Man kann dann temporär in diesem Menü die entsprechenden Audio senken, sprich die HiFi-Anlage oder die angeschlossene Soundbar oder die extern angeschlossenen Aktivlautsprecher in diesem Menü tatsächlich einzeln anzuwählen und dann direkt umzuschalten, sodass für die gegebene Situation dieses dann sofort umgeschaltet werden kann und dann entsprechend dann bedient werden kann. Der Bild-i wartet auch mit einem neuen Bluetooth-Modul, was 5.0 unterstützt. Wir freuen uns darüber, da ja mit diesem 5.0 auch alle Kopfhörer, alle Audiosysteme, die heute am Markt verfügbar sind und Bluetooth zertifiziert sind, mit unserem Gerät zusammenspielen. Die erste Ausbaustufe für den Bild-i ist die Ausbaustufe mit der Klangbar i. Diese lässt sich einfach über zwei Schrauben montieren und über einen Stecker anschließen und wird automatisch erkannt. Ruckzuck war die Klangbar i angeschlossen und festgemacht. Die kann an Bild-i 65, Bild-i 55 oder Bild-i 48 eine Klangbar für alle verwendet werden. Die Klangbar i wird automatisch, wie ich schon vorhin gesagt habe, erkannt, schaltet alle Parameter entsprechend um und erhöht beispielsweise unter anderem die Leistung von 2x10 Watt Sinus auf 2x20 Watt Sinus, was
2x40 Watt Musik in der Spitzendarstellung sein kann. Ist ein Front-Firing Soundsystem, was für den Atmos natürlich hervorragende Eigenschaften mit sich bringt. Über die insgesamt 8 Schallwandler, die integriert sind, ein hervorragendes Klangbild für den normalen TV-Betrieb, ohne jetzt Einschränkungen haben zu wollen. Als maximale Ausbaustufe im Audiobereich von Löwe im Augenblick erhältlich die Klangbar 5 mit dem Subwoofer 5 in Kombination in einem Set, wird am TV über HDMI eARC angeschlossen und kann über CEC gesteuert werden. Die Klangbar 5 lässt für den cineastischen Anspruch keinerlei Wünsche offen. Mit ihrem Multikanal-Decoder-System, den Subwoofer, eröffnet sie ein neues dreidimensionales Klangerlebnis auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Mit dem fantastischen raumfüllenden Klang, mit den detaillierten dynamischen Mitten und den klaren Höhen, das das System wiedergibt, lässt es keinerlei Wünsche für einen spannenden Filmabend offen. Das zusätzliche Bassfundament, was mit dem Subwoofer zusätzlich sehr dynamisch befüllt wird, schafft es, die Spannung eines Films bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Auch die Ergänzung der Klangbar 5 mit externen zusätzlichen Lautsprecher, ob für hinten oder zusätzlich auch für vorne, macht es die Klangbar geeignet für auch komplizierte Räume, die akustisch vielleicht mit einer Klangbar allein nicht bedient werden können. Und das Beste zum Schluss. Wir haben nicht da Halt gemacht, wo tatsächlich alles in der Soundbar heute eigentlich für sich sprechen. Wir haben hier weitergemacht und haben in der Klangbar 5 ein Multiroom-System eingebaut, was es möglich macht, das TV-Setup in das Multiroom-Szenario von Löwe zu integrieren. Ja, wie Sie sehen, haben wir als Löwe uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Kombination zwischen einem Bild-i und dem zusätzlichen Soundsystem so zu bauen, dass es den maximalen synergetischen Effekt für die neue Medienlandschaft, als auch für die Möglichkeiten aufgeräumt, die Sachen darzustellen und für Sie den maximalen Nutzen und Mehrwert in den Produkten zu kombinieren. Ihnen allen viel Freude und Erfolg mit dem Bild-i und den neuen Audioprodukten und gute Geschäfte.